damit willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Busbetriebs Simulator hier wieder auf Microdraser TV. Ich bin's, euer Bio, der Busfahrer der Bio. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Ja, ich habe mal die Zeit ein paar Sekündchen vorgespult. Wir werden nämlich langsam losfahren müssen. Ihr seht, wir sind ja hier bereit zum Abfahren. Haben wir alles in der letzten Folge noch gemacht. So, damit haben wir den ersten Fahrgast drinne. Und damit geht's los. Wir sind on Tour. Ich hoffe natürlich unfallfrei. Hier gibt es ja immer ein Standbild kurz. So. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Zoologischer Garten, jawoll. Ach, es ist so schön. Ich liebe diesen DLC. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. Hallo. Ich finde ihn so klasse, diesen DLC. Der Ice Dragon fragte mich so, ja, sag mal, was ist denn hier so alles dabei, wenn man sich Omsi kauft? Ja, Standard-Map ist die Map Spandau. Da gibt es insgesamt ja zwei Routen. Da haben wir ja einmal der Obstallee da hinten die Ecke und Ruhleben, Nervenklinik. Also es sind insgesamt zwei Touren, die man hier hat. Ja, sonst alles andere gibt es nur als Mod-Fahrzeug, also Mod-Karten. Oder aber auch als Payware, wie wir es ja gesehen haben. Und ja, muss man natürlich dann... Insgesamt ist Omsi echt teuer, wenn man das mit allen DLCs kaufen möchte. Und alles drum und dran. Muss ich aber gestehen, finde ich gar nicht mal. Denn es kommt ja, man kauft sie ja in der Regel. Aber man darf halt nicht vergessen, dass ja Omsi schon ein paar Jahre alt ist. Ist ja nicht erst seit gestern auf dem Markt oder so. Sondern gibt es ja nun schon fast 3 Jahre. Und wenn da wirklich so, ja, mal immer mal so ein DLC rauskommt, so in einem Jahr so 2, 3 Stück. Größere DLCs natürlich, ich lasse jetzt mal so Busse und so weg. Aber wenn es dann natürlich so Karten sind, sind es ja meistens immer so 2, 3 Stück, die wir da haben. Und da ist es eigentlich denn nicht viel. Ja, wenn es jetzt natürlich alles auf einen Schlag denn natürlich bezahlt werden muss. Das ist viel, klar. Der Kollege, der fährt hier auch wie er will. Meine Güte. Nee. Hat gepasst. Oh,
Na, no, wirklich schon sehr knapp hier, wa, Kollege? Kannst du da nicht einfach so abbremsen, Blödhirn? Was ist da denn los? Berlin regnet es ganz schön oft, wa? Sieht man jetzt mal so schön hier. Ja, unsere erste offizielle richtige Multiplayer-Tour hier, unsere Online-Tour. Wenn ihr die zum Beispiel jetzt nicht zu Ende fahrt, bezahlt die Strafen und sonst irgendwas. Das ist schon teilweise echt heftig, ja. Also das ist dann nicht so einfach mal so für zwischendurch. Das ist schon eine ernste Sache hier. Oh, Schock. Gerade die Frage, wo er denn herkam. Hallo. Hallo. Was ist denn los hier? Was haut ihr gerade nicht hin? Ach, muss die Tür selber schließen? Willst du jetzt noch einsteigen oder wie? Jetzt haben wir natürlich Zeit verloren jetzt durch diese Aktion. U-Bahnhof Uhlandstraße. Tja, so ist es. Wie als richtiger Busfahrer unterwegs. Ich finde das cool. Ich meine, so war ja Omsi, ja. So hat man seine Sachen gespielt und gut ist, ja. Aber das war's dann auch eigentlich. Einen Einzelfahrschein, hallo. Bitte. Einzelfahrschein, Fahrschein normal. 2, 4, 6, 7, 50, 60. Einmal normal, bitte. Fahrschein normal. 260. Hallo. Einmal Schüler, bitte. Ja. Fahrschein ermäßigt. Das hat es natürlich gekostet an Zeit. War klar. Muss ein Busfahrer auch machen. So, da steht ein Taxi in zweiter Spur. Lieber jetzt schon mal irgendwie sich richtig in Position stellen hier. Was das schon? Ja, hier an der Ecke ist ja Douglas. Leitfahrstraße.
Haben es jetzt langsam ein bisschen eilig. Und schon sputen hier. Ja, ich habe ja gestern schon ein Video nochmal zu OMSI. Zwei Videos kamen ja gestern von OMSI, dass wir das hier ganz mit Tastatur spielen. Und ich finde eigentlich, es ist machbar, ja. Man braucht nicht unbedingt ein Lenkrad, um OMSI zu spielen. Aber auch mit Tastatur, wie das Nordrhein TV Play macht, könnte ich auch nicht spielen. Ach, jetzt wurden wir hier blitzt. Das war mal ein bisschen zu schnell hier am Kuder, wurden wir geblitzt. Stehen auch immer unterschiedlich, die stehen, also am Tag stehen sie immer an der gleichen Stelle, aber am nächsten Tag wechseln die. Ja, die sind dann nicht dann immer an der gleichen Stelle. Ja, was passiert, Bußgeld und so, ne, der Bußgeldkatalog 15 Euro kostet das jetzt. Also mehr als 10 Gramm fahre ich sowieso nie. Jetzt hat natürlich euch dann vom Geld einfach abgezogen. Zahlt die Firma nicht für euch ein Ticket. Ist ganz klar. Da wollen einige raus. Sind sie raus? Wir uns natürlich hier nicht mehr rein, weil sie jetzt hier alle abbiegen wollen. Er fährt uns einfach rein. Okay, irgendwie ist die Autokollision aus, obwohl sie eigentlich an sein sollte. Ich nicht. Aber vielleicht berechnen die das jetzt, was jetzt ein Unfall ist und was nicht, weil offiziell wäre es jetzt kein Unfall gewesen, weil er wäre uns jetzt definitiv nicht reingefahren, weil es wieder die dumme KI ist. Ja, fährt er uns natürlich dann rein. Mensch, mich ärgert, dass wir jetzt geblitzt worden sind. Das gibt's doch nicht. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ersten Tag gleich. Blitz! Yippie! Hab auch gesehen, dass viele auch Anforderungen stellen, wenn ihr jetzt bei denen jetzt fahren wollt. Zum Beispiel. Entschuldigung. Können wir jetzt nicht mehr fahren? Ich hätte nämlich abbiegen müssen. Was ist denn jetzt hier los? Wir hätten abbiegen müssen. Das übersehen. Hochmeisterplatz.
Ach nee. Das kostet Zeit hier. Aber leider ist der Kulam wirklich so, ja. Also, die machen keinen Platz für euch. Das habe ich gerade ein bisschen übersehen, dass wir jetzt hier abbiegen müssen. Bin da auch noch nie lang gefahren. Also jetzt hier im Omsi. Dann habe ich das noch relativ früh mitbekommen. Oh Leute! Ja. Laufen Sie mitten auf die Straße. Hallo. Ja. Hallo.